wie ich jetzt hier stehe. Dann habe ich es bei jeder Gelegenheit gesagt, ein Brief ist eine Ausnahme. Nee, wer nicht lang. Eine regelrechte Ausnahme. Bei uns gilt ein jeder, was er ist. Ja. Und ich wünsche mir auch noch, dass alle Leute sich in ein Horror verstehen. Wie Perrin, unser großer Dichter, einmal gesagt hat. Unsere Waffe ist unsere Unschuld. Ja, oder umgekehrt. Unsere Unschuld ist unsere Waffe. Gespenster haben sich hierzulande nicht alle entrüstet über die Schwarzen da drüben. Er sagt, wir sind nicht besser als die Schwarzen da drüben. Das wagte zu sagen, mir ins Gesicht. Ich habe kein Wort gesagt. Ein Andoraner hat keine Angst. Das sagtest du schon. Aber du hast Angst, weil du feig bist. Ja, wieso bin ich feig? Weil du gut bist. Also, ein für alle Mal, Andi. Kümmere dich nicht um ihr Geschwätz. Ja, Vater. Es steckt etwas in der Luft. Was meinen Sie damit? Ein Gewitter. Wie alles wartet auf Wind. Aber es ist kein Wolke am Himmel. Aber man spürt. Das wird ein Ende nehmen, Andi. Die Wahrheit wird sie richten und du bist der einzige Herr, der diese Wahrheit nicht zu fürchten braucht. Welche Wahrheit? Ich bin froh, dass ich dich gesehen habe. Sie verlassen uns, Signora. Man wünscht es so. Ja, aber wenn Sie sagen, kein Land sei schlechter und kein Land sei besser als Andorra,